Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Technik-Bogi und in diesem Video geht es darum, wie du dir einen kurzen URL-Namen für deinen YouTube-Kanal anlegen kannst, sprich hier oben youtube.com/onkelbogi, sprich eurem Kanalnamen, weil ihr kennt es vielleicht, wenn ihr auf euren Kanal geht, dass ihr hier oben diese lange Channel-ID habt. Warum sollte man sich überhaupt einen Kurznamen einrichten? Das ist recht einfach, wenn du jetzt selber YouTuber bist, beziehungsweise halt Content Creator und du möchtest deine URL jemandem zur Verfügung stellen, sieht es zum einen in der Mail oder wenn du irgendwo verlinkst immer besser aus, wenn anstatt dem langen Namen da oben eine direkte Verknüpfung zu dem Kanal besteht, weil auch wenn ihr euch einen Anzeigenamen zum Beispiel als Alias einstellen würdet, kann jemand, der sich die Eigenschaften der URL anzeigen lässt, sehen, dass dahinter dann dieser Langname ist. Von daher ist es immer schöner, einen kurzen Namen zu verwenden. Warum zeige ich euch das jetzt am Beispiel hier vom Onkel Bogi? Weil es hier bereits eingerichtet ist. Jetzt gehe ich mal auf meinen Zweitkanal, der Technik Bogi. Der ist jetzt hier oben mit dieser langen URL erreichbar. Und wenn ich jetzt hingehe, den Kurznamen nehme hier und refreshe Technik Bogi. Die URL ist nicht vorhanden, weil sie noch nicht definiert ist. Ja, ihr seht es hier als Beispiel oben, Onkel Bogi. Jetzt lasst euch nicht täuschen, dass es hier neben rumspringt. Das ist jetzt vom Browser. Aber hier haben wir direkt hinter dem youtube.com/onkelbogi. Dann sind wir auf dem Onkel Bogi Kanal. Ich kann auch hier refreshen mit F5 und wir landen wieder hier. Gut, dass jetzt der Trailer nicht anfängt. Und hier oben beim Technik-Bogi Refresh und es funktioniert nicht, weil wir noch keine benutzerdefinierte URL eingetragen haben. Wo findet ihr die? Und zwar, wenn ihr in eurem YouTube-Dashboard seid, also im YouTube-Studio oben, dann könnt ihr auf diesen Punkt hier unten anpassen. Und im Punkt anpassen wählt ihr hier oben allgemeine Informationen. Und dort seht ihr schon hier unten Kanal-URL. Hier ist diese lange URL drin, also hier hinten mit dem MKW, also sprich, das ist hier oben mit dem MKW, wie ihr seht, und es ist keine benutzerdefinierte URL hinterlegt und dies werden wir jetzt in diesem Video tun. Aber wenn jetzt die Frage kommt, kann jeder die benutzerdefinierte URL nutzen? Nein, kann er nicht, denn es muss eine Voraussetzung dafür erfüllt werden, beziehungsweise mehrere. Die Hürde ist nicht gerade sehr hoch, aber wir schauen es uns an. Wir gehen auf weitere Informationen und sehen hier, was für die benutzerdefinierte URL gebraucht wird. Es müssen mindestens 100 Abonnenten auf dem Kanal sein. Der Kanal muss mindestens seit 30 Tagen bestehen. Es muss ein Profilbild vorhanden sein. Das ist ja hier rechts oben. Ihr habt ja dieses kleine Profilbild. Es muss ein Bannerbild hochgeladen worden sein. Also hier Bannerbild. Wenn dies alles erfüllt ist, ihr seht es ja beim Technik-Bogi, ist dies der Fall, können wir hingehen und eine benutzerdefinierte URL erstellen. Dazu gehen wir jetzt hier rein und wählen mal den Punkt eine benutzerdefinierte URL für deinen Kanal festlegen. Jetzt seht ihr schon direkt einen Vorschlag. Ihr habt hier oben den Namen mit eurem Kanalnamen, also mit dem tatsächlichen Kanalnamen. Der ist ja hier in dem Fall Technik-Bogi. Dann wird er mit Technik-Bogi vorgeschlagen. Ihr könntet aber hier unten auch einen alternativen Namen wählen. Wenn ihr hier anklickt, könntet ihr hinten noch Buchstaben oder Zahlen angeben. Füge zusätzlich Buchstaben oder Zahlen hinzu, sodass du eine individuelle URL erhältst. Das kannst du machen, musst du aber nicht. Ganz ehrlich, wenn jetzt einer weiß, wie der Kanalname heißt, sollte man auch auf den Kurznamen des Kanals gehen. Wir klicken diese Option an und klicken Veröffentlichen. Sobald eine benutzerdefinierte URL eingerichtet wurde, kann sie nicht mehr geändert oder auf einen anderen Kanal übertragen werden. Deine benutzerdefinierte URL wird festgelegt als, ja, Technik-Bogi. Das bestätigen wir jetzt. Jetzt ist sie drin und wir gehen jetzt mal hin, gehen mal auf diesen Punkt hier und refreshen nochmal. Und siehe da, der Kurzlink funktioniert. Und somit ist es direkt schon freigeschaltet und aktiviert und ihr könnt diesen Link hier oben nehmen, jemanden zusenden und habt jetzt diese Kurzwahl. Es ist ein sehr kurzes und knappes Video, aber ich denke, es hat wahrscheinlich dem einen oder anderen geholfen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, würde mich freuen. Wenn du Probleme bei der Aktivierung hast, schreib es unten in die Kommentare. Falls du dem Kanal noch nicht folgst, würde ich mich natürlich mega über ein Abo freuen und sag danke fürs Einschalten und wir sehen uns wieder. Bis dann, der Technik-Bogi. Macht's gut, ciao.